Am Dienstag gab es besonderen Besuch in der S-Bahn-Werkstatt Berlin-Schöneweide. Herr Tarner, Fabian Holland schaute vorbei, der Hertha-Azubi sozusagen zu Gast bei den Azubis der S-Bahn. Für Fabian Holland, gerade mal ein halbes Jahr im Kader der Profis, läuft es zurzeit richtig gut. Ja, im Moment bin ich sicherlich zufrieden, will natürlich jetzt weiter meine Spiele machen und dann zählt natürlich an dieser Saison für mich persönlich und natürlich auch für die Mannschaft und die Fans der Aufstieg. Über 100 Azubis nahmen Anfang September ihre Tätigkeit in der S-Bahn-Werkstatt auf. Die Deutsche Bahn, einer der größten Ausbilder Deutschlands, begrüßte sogar 4.100 neue Auszubildende. Neues Ausprobieren durfte auch Fabian Holland. Er übte mit den Azubis der S-Bahn, die noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung stehen. Ja, das kann man so sagen, weil sie müssen ja erstmal Materialien kennenlernen, Werkzeuge kennenlernen. Und das ist eine ganz gute Übung, die sie auch gerne machen. Die Azubis der S-Bahn besitzen mehrjährige Verträge. Der von Fabian Holland läuft am Saisonende aus. Er muss sich empfehlen und will am liebsten für immer bei Hertha bleiben. Im Moment, wie gesagt, denkt man nur an den Aufstieg und das ist im Moment das Wichtigste. Und dann will man natürlich für Hertha seine Spiele machen. Und dann, wenn es noch ein paar Jahre länger oder für immer halt bei Hertha ist, dann ist natürlich für mich als langer Hertha-Fan natürlich klasse.